Endstand 2 zu 4 für Rosenheim, offizielle Zuschauerzahl 1.967. Begrüße recht herzlich die beiden Trainer der beiden Mannschaften, zum einen zu meiner Rechten Franz Stehr, Chefcoach der Star Boys Rosenheim, und zu meiner Linken wie immer Thomas Pubisch, Cheftrainer Dresden Eislöwen. Das erste Wort geht natürlich über unseren Gästen. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Sieg. Herr Stehr, wie haben Sie das Spiel heute gesehen? Ja, schönen guten Abend. Erstmal Gratulation zu dem schönen Stadion. Ich habe hier noch nicht gespielt, nur im Alten. Das ist wirklich top. Die ganze Anlage, also wirklich top. Wir haben natürlich gewusst, dass Dresden ein sehr starker Gegner ist. Ich meine, Thomas, den kenne ich auch schon ewig. Ich weiß, dass der einen guten Job macht. Und bei uns ist es halt so, wir sind aufgestiegen, wir wollen möglichst gut spielen. Ich habe das ganze Spiel mit 4 Reihen gespielt, bis auf die letzten 5 Minuten. Und das macht sich halt auch bemerkbar, weil die Jungs halt dann auch zum Schluss mehr Kraft haben. Wir haben 9 Spieler, die haben noch nie in der Bundesliga gespielt. Das sind junge Kerle, die laufen und kämpfen und halten sich halt sehr gut nach dem System. Zum Spielverlauf. Wir hätten vielleicht im ersten Drittel auch noch mal ein Tor schießen können, 1-0. Dann 2 dreckige Tore, die wir gekriegt haben. Dann war das Spiel schon auf der Kippe. Wir haben eigentlich gute Chancen gehabt. Und wir haben 3 Alleingänge am Pfosten gehabt. Und ich glaube, dass unterm Strich auch der Sieg verdient war. Wir sind sehr zufrieden und ja, wir freuen uns für jeden Punkt, den wir haben können. Vielen Dank, Franz Stehr. Thomas, lieber dein Eindruck vom Spiel. Ihr habt im ersten Drittel einige Probleme gehabt, zumindest hatte man den Eindruck, und seit dem zweiten Drittel fulminant zurückgekommen. Worin lagen da die Ursachen? Erstmal Glückwunsch an Franz und seine Mannschaft, die wirklich verdient gewonnen hat. Ja, wir hatten Probleme gehabt, weil Rosenheim einen Top-Start erwischt hat und uns schon aggressiv unter Druck gesetzt hat, jede Möglichkeit genutzt, die, ja, will ich nicht sagen überraschend, aber die 4. Sturmreihe von ihnen, die hat uns Energie gesaugt, die haben die Scheiben gehalten in der Ecke, haben gecycelt und die kosten natürlich den kleinen Kader immer viel Energie, und wir haben über weite Strecken, glaube ich, heute mal versucht, so einen Schritt auszulassen, bis dann da mal deutlich angesprochen wurde, und dann sind wir besser ins Spiel gekommen. Dann haben wir unsere Chancen gehabt, dann haben wir mehr positive Elemente im Spiel gehabt und hätten in einer gewissen Phase mit ein bisschen Cleverness, ich glaube, heute auch ein positives Ende nehmen können. Aber dann haben wir, was uns am Wochenende ja, die Punkte gekostet hat, zu viele diese kleinen Fehler, zu viele einfache Fehler, immer wieder in die Mitte rein, anstatt über Bande einfach raus. Und da war Rosenheim heute einfach stark genug, die Sachen dann auch auszunutzen. Und man hebt ungern Spieler hervor, aber diese jungen Leute von Rosenheim, die haben einen Top-Job gemacht, sind sehr aggressiv gewesen, und das war heute, glaube ich, der Unterschied, dass wir heute nicht siegreich waren. Aber der kleine Kader rappelt sich wieder auf und wir werden nächste Woche wieder angreifen. Kleiner Kader ist ein gutes Stichwort. Die Spieler Versane von Straube sind ja nur für eine begrenzte Anzahl von Spielen verpflichtet worden. Wie ist da der Stand? Ja, wie ist da der Stand? Der Stand ist, dass wir uns nur kurz zur Verfügung stehen, wir kein Geld haben und nicht weiter verpflichtet werden. Das ist der Stand. Ja, dass der Jari letzte Drittel raus muss, wahrscheinlich Verdacht auf Schulter-Ecke-Lenksprengung, dass Markus Zieche angeschlagen ist, und das wird umso schlimmer bei dem kleinen Kader, dass die Leute natürlich, wenn sie auf hohem Niveau spielen wollen, wenn sie sich verausgaben, dass natürlich dann auch diese Verletzungsanfällig größer wird. Und wir hoffen, dass wir noch da irgendwelche Verstärkungen bekommen, aber zurzeit ist es einfach nur eine Hoffnung und es ist keine Basis da. Wir müssen jetzt die Basis schaffen, wir werden nicht rumjammern, und wenn wir mit 13 Mann werden, wir werden uns einen Arsch aufreißen, dass wir Punkte holen, aber wir müssen die Basis schaffen und Kontinuität in den Verein bringen. Das ist wichtig. Vielen Dank, Thomas. Gibt es Fragen? Der Pressevertreter, Herr Lucke. Die Frage ist, das Team kam im zweiten Drittel aus der Kabine und hat vor allem flach geschossen, um den Torhüter zu überlisten, und ob das Erfolgsrezept gewesen wäre für das dritte Drittel. Ja,
Erfolgskonzept war für uns, ist einfach die Scheibe geradlinig aus dem Drittel raus, die Scheibe zum Tor zu bringen und dann nachzusetzen. Man hat in der einen oder anderen Phase gesehen, dass er da heute nicht ganz sattelfest war und wir einfach die Rosenheimer Abwehr, die klaren Möglichkeiten nicht zugelassen haben. Das war also in dem Bereich, ob die jetzt dreckig, das sind Arbeitstore. Wir wollten diese Arbeitstore schießen, haben sie aber nicht in der letzten Konsequenz, gerade im letzten Drittel machen können. Weitere Fragen? Wenn dem nicht der Fall ist, würde ich gerne noch die Zwischen- und Endergebnisse der zweiten Bundesliga bekannt geben. Krimmschau schlägt die Wölfe Freiburg, den Tabellenführer, mit 4:2. Schwenninger Wildwings, ESV Kaufbeuren, 5:0. Landshut Canidas, Heilbronner Falken, 6:2. Bietigheim Steelers gegen die Lausitzer Füchse, 3:4 nach Penaltyschießen. Und Ravensburg gegen Bremerhaven, 2:0 in der 52. Spielminute. Für die Dresdner Eislöwen geht es jetzt schon am Mittwoch weiter, diesmal nicht beim Eishockey, sondern beim Eisfußball, da sind Sie auch alle recht herzlich dazu eingeladen. 19 Uhr geht es hier los, das ist der große Abschluss der Blutspendewette. Da werden die Dresdner Eislöwen unter anderem mit Trainer Thomas Popisch und Geschäftsführer Matthias Brohler auf die Teams von Dynamo Dresden, den Dresdner SC Volleyball-Damen und die Dresden Bonhams treffen. Und das nächste Heimspiel findet dann am 3.10. um 18 Uhr hier statt, da geht es gegen die Schwenninger Wildwings. Unseren Gästen wünsche ich noch eine angenehme Heimreise, Ihnen allen einen schönen Abend und einen guten Start in die Woche und wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren.